Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Ja, es geht wieder los, würde ich sagen. Fängst du wieder? Ja, dann macht das Ganze mal weiter. Wunderbar, das hat echt gut funktioniert bisher, ne? Da kann man ja echt nicht jammern. Der hier. Ja, der macht das ja nicht auch einigermaßen gut. Da kann man nicht auch nicht jammern. Momentan, ich möchte jetzt nichts verschreien, ne? Auf Holzklopfen soll immer helfen. Aber momentan läuft. So, dann lassen wir hier weitermachen. Wir haben ja gestern noch den Kompost verkauft, ne? Der liebe Kompost. Hier haben wir es, sind wir schon wieder. Und wir haben jetzt mittlerweile den Merlot zusammengespart. Das ist gut. Das ist, hat aber auch, also ist auch schnell gegangen, muss man wirklich sagen, ne? Weil, wir haben halt darauf hingearbeitet. Das kann man einfach so ganz, ganz trocken sagen. Man hat einfach darauf hingearbeitet, man hat sich jetzt was erarbeitet und jetzt kann man sich auch den Lohn dafür bezahlen lassen, so unter Anführungszeichen, bitte sehen jetzt, ne? Das heißt, wir werden den Merlot jetzt auch definitiv kaufen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Steier vielleicht schon für eine andere Arbeit einsetzen können. Was ja auch nichts Verwerfliches dran ist. Und ja, vielleicht werde ich mich auch dazu... Ja, ich weiß nicht, muss mal gucken. Ich weiß noch nicht. Das lasse ich noch offen, weil ich glaube, wir werden jetzt auch mähen gehen. Weil, ja, warum nicht, ne? Das Gras muss ja auch abgemäht werden und ich glaube, wir haben... Ja, sehen wir eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ha. Das ist jetzt halt die Frage. Das ist jetzt halt die Frage, wie wir anfangen, mit was wir anfangen und so weiter und so fort. Gibt es wahrscheinlich wieder mehrere Möglichkeiten. Wir haben noch so viel Kompost hier, ne? Ja, dann... Ich werde wahrscheinlich... Ach, nee, warum denn? Ich habe mir gerade noch überlegt, sollen wir vielleicht noch... Ach, Quatsch. Nee, das passt schon. So, wir parken jetzt mal ganz wie ist das Wort, das ich gerade suche? Graziös, glaube ich, graziös war es, ja. Parken wir das Ding jetzt erstmal hier hin. Wir könnten eigentlich den Steier hier schon mal anfangen lassen zu mähen, würde ich sagen. Weil, würde nicht besser. Und wir können den eigentlich echt anfangen lassen zu mähen. Ich hoffe inständig, dass ich ein Frontmähwerk gekauft habe. Beim Frontmähwerk funktioniert das richtig gut. Ich habe da ein Frontmähwerk drin? Ernsthaft? Das hätte ich mir selber nicht erwartet von mir, aber guck mal, habe ich drin? Wunderbar, wunderbar. Gut, dann können wir das jetzt schon mal mähen gehen lassen. Und derweil können wir uns den Merlot kaufen und können mit dem Merlot dann das Zeug verladen und Saatgut kaufen, Dünger kaufen und das ganze Zeug. Sehr, sehr cool. Genau, wunderbar. Ja, dann geht das endlich los hier, ne? Da wird wieder was Neues gemacht. Kommt wieder was Neues dazu. Und wie gesagt, der Merlot, der ist jetzt erstmal wichtig und dann muss man gucken. Weil ich glaube tatsächlich, dass das die eine der Investitionen ist, was jetzt eine der letzten erstmal ist, weil ich dann schon auf Kühe sparen möchte tatsächlich. Man mag es kaum glauben, aber das ist wirklich so. So, jetzt fahren wir hier mal. Wir haben keine Felderkose, ne? Ist das so richtig? Also keine... Lass mal gucken. 35 glaube ich nicht, oder? Doch? Ja, ernsthaft jetzt? Ja, guck an, alter Schwede. Das ist jetzt, das sehe ich das erste Mal, dass Crespel sagt, yo, wir erkennen das Feld. Das ist schon krass. 35, ne? Ja, das muss das sein. Wir kloppen das mal vorne auf. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie breit dieses Mähwerk ist. Aber so weit werden wir nicht wechseln von 3 Metern. Es ist 3,5 Meter. Egal, lass mal 3 Meter stehen. Viermal, dreimal, dreimal. Das sieht ja mega blöd aus. Nochmal von vorne. 35. Wir werden der beste Kurs hier. Am besten von, sagen wir mal, vom Osten in den Westen. So irgendwie, ne? Nordost in den Westen. So vielleicht. Das sieht besser aus. Das gefällt mir besser. Ich würde einfach sagen, mach es. Mach es einfach und da guck mal einfach, wie es wird. Wenn es doof ist, dann ist es doof. Mein Gott, ich habe es versucht. Weißt du, ich habe es einfach versucht. So, der Sprinter, ne? Der Sprinter bekommt jetzt auch eine Aufgabe. Der wird, vielleicht noch nicht in dieser Folge, vielleicht aber in der nächsten Folge, wird der Sprinter auch eine Aufgabe bekommen. Wir kaufen den Merlot.
den Merlot mit einer Schaufel. Ich habe eine Schaufel eigentlich, ne? Aber, die ist nicht geeignet für den Teleskoplader, sondern nur für den Frontlader. Ergo, wir brauchen eine neue Schaufel. Das ist ein Problem. Nee, es ist kein Problem. Es ist eigentlich kein Problem. Weil wir könnten, dann, den können wir jetzt nochmal, den können wir neu kaufen, ne? Für den Teleskoplader. Ja, Frontlader haben wir. Jetzt kaufen wir einen Teleskoplader, komm. Dann haben wir das schon mal gekauft, ne? Dann werden wir das so machen, dass wir auf alle Fälle noch eine Schaufel mitnehmen. Schaufel brauche ich auch unbedingt. Ich würde tatsächlich sagen, nehmen wir die 3,5, weil ich bin nicht sicher, ob der Merlot kippt. Da bin ich einfach nicht sicher. Oder sollen wir auf groß gehen und einfach nicht ganz voll machen? Können wir nicht auch machen, ne? Komm, lass mal. Nicht genügend Geld? Oh, oh, oh. Das habe ich nicht kalkuliert. War das so teuer? Oh, da habe ich jetzt natürlich gefehlt, ne? Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Die Schaufel bräuchte ich eigentlich nicht mehr, ne? Weil wir haben eine große Schaufel, die kann weg. Die Palettengabel brauche ich. Weiß ich nicht. Brauche ich auch nicht mehr eigentlich. Ne, brauche ich nicht mehr. Das brauche ich noch, das brauche ich auch noch. Da haben wir jetzt zwei. Ich sehe halt leider den Unterschied nicht, glaube ich. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber warte mal. Vielleicht können wir das anders regeln. Vielleicht kann ich, wenn ich hier auf platzierbare. Habe ich den Werkzeugkoffer drin? Da könnte ich die Schaufel konfigurieren. 1500 kostet er. Boah, ist aber auch teuer, ne? Warte, dann machen wir das anders. Dann wird einfach die Schaufel konfiguriert. Ja, haha, so machen wir das hier. Ich bin viel zu weit. Wo bin ich jetzt hin? Das war. Was war das hier? Ach so, ich muss hier entlang. Nee, nicht ganz. Hier. Hängt die dran? Die hängt. Ich weiß nicht, ob die Schaufel dran hängt. Ha, das ist wieder blöd gelaufen. Das ist jetzt wieder blöd gelaufen. Hast du. Was ist los? Achso, du hängst die. Oh, das ist ein. Warte mal, wie weit geht denn das Ding hier? Ach, du bist genau in die Kante reingefahren. Ja, das ist natürlich Pech. Das verstehe ich. Dass du nicht kannst, das ist mir auch klar. Das war jetzt halt ein bisschen Pech. Aber gut, mein Gott, egal. Der Merlot ist da, ne? Der Merlot ist da, das passt auch. Aber ich kann mir die Schaufel halt nicht leisten, ne? Und ich hätte halt jetzt gerne angefangen zu verladen. Wir haben 3200. Guck mal, was wir für eine Schaufel dafür bekommen. 3200. Oh, da wird es aber schön hier. Das wird aber hier knapp werden hier, ne? Ja, wir werden bestimmt noch was verkaufen können. Wir haben so einen Koffer? Das weiß ich gar nicht. Lass mal den mal vorsichtshalber. Ne, wir haben echt nichts, was wir verkaufen können. Das ist auch traurig. Okay. Dann können wir die Gabel zumindest mitnehmen. Das funktioniert aber. Und wir können jetzt mal gucken, ob wir vielleicht Glück haben und die Schaufel nicht angekuppelt ist an den Frontlader. Wenn das nicht angekuppelt ist, dann können wir die konfigurieren. Aber ich bin mir gerade nie sicher. Es sieht für mich angekuppelt. Die ist angekuppelt. Ja, die ist angekuppelt. Schade. Das ist schade. Okay, wir können aber eins machen. Wir können das hier vergrößern, glaube ich. Wie war das? Mast ausfahren. V. Dann haben wir hier schon mal 3 Stück Platz. Wunderbar. Ich kann aber tatsächlich vielleicht 5000 von der Bank kursleihen. Ich werde dir dann auch sofort wieder zurückbezahlen. Aber das war jetzt halt ein Fehler meinerseits. Dass ich habe das nicht altkalkuliert. Dass ich dann jetzt noch Aufsätze für brauche. So. V. Okay, das funktioniert schon mal. Das Geile ist halt, der Merlot, der ist halt mega wendig. Guck mal hier. Ja, der ist halt richtig, richtig wendig. Deswegen, also der Merlot wird erstmal hier stationiert sein. Da wird hier unser, ja, der wird halt einfach alles machen hier.
Wie war die Taste nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Y? Ja, Y war es gewesen. Oh, geht alles rein, okay. Wir müssten, also ich werde das Gras, was wir jetzt hier auch machen, werde ich auch zu Ballen pressen. Und dann werde ich das hier hochbringen. Oder sollen wir es gleich mit dem Ladewagen machen? Können wir nicht? Wir können es eigentlich auch mit dem Ladewagen machen, ne? Das können wir eigentlich auch machen. Wenn wir mit dem Ladewagen das machen, aber ich habe keinen Traktor. Ich hab auch so oder so keinen Traktor, also ist ja nicht komplett egal. Weil momentan sind alle im Einsatz. Dab, 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 dab. Willst du loslassen vielleicht? Das ist halt so ein bisschen teilweise so, ne? So, kann ich das jetzt bitte loslassen? Warte mal, so glaube ich ging es besser, ne? Ich wäre fast reingefahren in das Ding hier. Oh mein Gott. Ah, mit Y, okay. Drück immer V. Warum drücke ich V? Hab mir jetzt irgendwer gesagt, V, du musst V drücken, oder? Warum mache ich das die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. So, ich könnte jetzt ja schon eigentlich den Ford, ne? Dann könnte man ja eigentlich schon anfangen lassen zu säen. Weil Grubbern ist jetzt noch zu früh, meines Erachtens. Ja. Da häufen sich jetzt tatsächlich mehrere Probleme. Weil ich Saatgut und Dünger kaufen muss, das habe ich noch nicht. Ich habe noch kein Geld dafür. Das heißt, eigentlich müssten wir uns schleunigst jetzt nochmal eine Schaufel organisieren. Ja, das müssen wir jetzt einfach machen. Wir müssen jetzt einfach nochmal einen sauren Apfel beißen und uns vielleicht noch 5000 Leihen von der Bank, damit wir uns eine Schaufel kaufen können. Und vielleicht noch eine Palettengabel. Ne, Palettengabel kann ich dann kaufen. Aber 5000 brauche ich jetzt noch für die Schaufel. Und dann... Ja, das müssen wir jetzt so machen. Das geht nicht anders. Sonst werden wir einfach jetzt mega aufgehalten. Ich kann das nicht leiden. Warum nicht? Weil... Habe ich die Bank auf Hagenstedt? Oh ja, die habe ich hier drin. Ich bräuchte eigentlich nur... Nein. Nein. 10.000. Dann nehmen wir 10.000. Gut, dann nehmen wir 10.000. Den werde ich dann gleich wieder zurückbezahlen. Aber ich brauche diese Schaufel. Die ist unabdinglich. 4.000. Teleskoplader, ja. Weil dann können wir jetzt Kompost verladen. Wir können Kompost verkaufen. Und wir können in weiterer Folge dann diesen Kredit zurückbezahlen. Wir können... Hoppala. Hoppala. Wir können Saatgutdünger kaufen und wir können morgen dann den Ford säen lassen. Aber wie gesagt, dann müssen wir es auffüllen mit Dünger und Saatgut. Das wird, ja. Ja, das sieht doch nach was aus, weißt du? Dip, 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 dip. Also ich mag den Merlo, ne? Er ist wirklich klein, wendig, macht eine gute Figur und ich glaube, es ist sogar der längste, also der Merlo wurde mal gesagt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, wurde mal gesagt, dass das der ist, also der Teleskopler ist, der am höchsten raufkommt von der, vom Mast, wie heißt das, Mast? Nee, Mast heißt es nicht. Von der, also die Hubhöhe, glaube ich, ist es. Da ist der unangefochtene Nummer 1. Das ist so ein kleiner schwarzer Haufen, ne? Jetzt aber. Du siehst halt schön, was ist neu, ne? An Kompost und was habe ich hingekippt. Das siehst du halt schön. Also das funktioniert gut mit dieser 4000 Liter Schaukel. Da hat, oh, langsam, vorsichtig. Da macht er eigentlich keine Zicken, ne? Oh, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Er fährt ein bisschen schnell ein für meinen Geschmack, aber das, weiß ich nicht, könnte auch mein Fehler sein, weiß ich nicht. Alter, wir haben jetzt 64.000 Liter liegen, ne? Das ist schon krass. Boah, immer rein damit. Also solche Sachen wie verladen und ne, sowas einfach, das macht schon mega Spaß, wie ich finde. Also ich weiß, das feiert nicht jeder von euch. Ja, ist mir auch klar, kann euch jeder alles feiern, ist mir vollkommen bewusst, aber weißt du, so Ballen verladen und Paletten kaufen und Sachen auffüllen und das ist halt genau meins eigentlich, ne?
So, aber wir haben auf alle Fälle für morgen ganz gut zu tun. Ja, das mit der Schaufel, war das Dummheit oder war das einfach nicht geguckt? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber war auf alle Fälle nicht so beabsichtigt. Aber ist egal. Wir werden morgen weitermachen. Der Plan steht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen haben sollte, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Morgen geht es dann weiter mit unserem wunderschönen Merlot. Ich freue mich drauf. Bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.